In diesem Video möchte ich dir erklären, was der Unterschied zwischen einem Vektor und einem Skalar ist. Skalar. Die beiden Begriffe hören sich bestimmt erstmal ziemlich kompliziert an, aber ich hoffe, dass du am Ende des Videos die beiden Konzepte, die hinter den beiden Begriffen stehen, genauso einfach findest wie ich. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal beide die Definitionen durch, was die beiden Begriffe eigentlich bedeuten. Und gucken dann an zwei Beispielen, was damit genau gemeint ist. Und ich denke, spätestens dann wirst du auch denken, oder spätestens dann wirst du es auch super einfach finden, was das eigentlich ist. So, was ist denn genau ein Vektor? Ein Vektor ist eine Angabe, die einmal einen Wert hat oder eine Größe, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und zusätzlich dazu hat ein Vektor auch immer eine Richtung. Und das Wort und ist hierbei ausschlaggebend. Es müssen beide Sachen auf jeden Fall zutreffen. Im Gegensatz dazu hat ein Skalar nur einen Wert oder eine Größe. Wahrscheinlich ist das jetzt noch nicht mal wirklich verständlich, was ich dir hier gerade versuche zu erklären. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt noch zwei Beispiele durch und ich denke, dann weißt du genau, was ich dir gerade erklären möchte. So, fangen wir mal an. Nehmen wir mal an, dieser Strich hier, dieser braune Strich, wäre der Boden. Und auf dem Boden steht ein Holzklotz. Das hier ist unser hübscher Holzklotz. So, diesen Holzklotz hebst du jetzt an und hebst ihn hier rüber. Jetzt steht der Holzklotz hier. So, danach nimmst du dein Lineal raus und misst die Strecke von hier bis hier, damit du weißt, wie weit der Holzklotz von dir bewegt wurde. Nehmen wir mal an, von hier bis hier, das waren 5 Meter. 5 Meter bis hier. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Stell dir einfach mal vor, wir würden jetzt diese Zeichnung nicht haben und jemand würde dir nur sagen, der Holzklotz wurde um 5 Meter bewegt. 5 Meter. Oder anders gesagt, der Holzklotz hat einen Weg zurückgelegt von 5 Metern. Denn das hier ist die Angabe des Wegs. So nennt man das in der Physik. Der Holzklotz, jetzt noch hier links, hat einen Weg zurückgelegt von 5 Metern. So, aber die eigentliche Frage bleibt ja, ist diese Angabe 5 Meter jetzt ein Skalar oder ist es eine vektorielle Angabe? Naja, wenn wir uns die Definition anschauen, bräuchte ein Vektor einen Wert oder eine Größe. Das haben wir, 5 Meter ist der Wert oder halt eben die Größe des Weges, wenn man so möchte. Aber ich sehe hier zumindest keine Richtung, also müssen wir davon ausgehen, 5 Meter ist ein Skalar. 5 Meter ist ein Skalar oder eine skalare Einheit, eine skalare Angabe. So, auf der anderen Seite, wenn wir das Bild aber als Anhang nehmen, du siehst ja, der Klotz stand hier und wurde dann hier rüber bewegt. Das heißt, wir wissen ja, oder vor allem du weißt, weil du den Klotz sogar bewegt hast, dass sich der Klotz 5 Meter, ich kürze das mal ab, kleines m für Meter, der Klotz wurde 5 Meter nach rechts bewegt. 5 Meter nach rechts. So, jetzt sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Wir haben einmal hier die Angabe 5 Meter. Das ist unser Wert oder unsere Größe. Wir wissen, dass der Weg, der zurückgelegt wurde, 5 Meter ist. Und wir wissen auch, dass diese 5 Meter nach rechts bewegt wurden. Das heißt, wir haben sowohl einen Wert und wir haben auch eine Richtung. Das heißt, das alles hier, die ganze Geschichte hier, die ganze Angabe 5 Meter nach rechts, ist ein Vektor. Ein Vektor oder eine vektorielle Angabe. In dem Fall können wir jetzt sogar sagen, ein Vektor, der immer irgendwas mit Distanzen oder mit einem Weg zu tun hat, in dem Fall 5 Meter, können wir auch Verschiebung nennen. Verschiebung. Ich denke, das sollte relativ einleuchtend sein, wenn wir es im Deutschen auch so sagen würden, der Holzklotz stand erst hier und wurde dann um 5 Meter verschoben nach rechts. Hier stand er vorher, die Bewegung ging nach rechts und es waren insgesamt 5 Meter. Also ist es eine Verschiebung des Holzklotzes um 5 Meter nach rechts.
Also nochmal zusammengefasst, Verschiebung bedeutet, wir haben einmal die Angabe des Weges und ihre Richtung und eine skalare Größe. Wege ist, wenn wir nur die Angabe des Weges, also der Größe des Weges haben, der Wert des Weges, also in dem Fall 5 Meter. Das war Beispiel Nummer 1. Wir könnten jetzt noch dazu nehmen die Zeit. Wir könnten nämlich sagen, dass wir nicht nur oder dass du nicht nur den Holzklotz von hier nach hier bewegt hast, sondern dass du nebenbei auch noch die Zeit genommen hast. Wir stellen uns also vor, du hast eine Stoppuhr noch in der Hand gehabt und als der Klotz hier stand, stand auf deiner Stoppuhr noch 0000. Und als du ihn hochgehoben hast und angefangen hast, ihn hier rüber zu bewegen, hast du gleichzeitig auf die Stoppuhr gedrückt. Und als du ihn wieder hingestellt hast, den Holzklotz, hast du die Stoppuhr gestoppt und es stand drauf 2 Sekunden. Das heißt, wir haben eine Veränderung der Zeit von 2 Sekunden. Hier waren es 0, weil wir da gerade angefangen haben. Und hier waren es 2 Sekunden. Genauso gut hätte auf deiner Stoppuhr auch stehen können 5 Sekunden, als wir angefangen haben. Dann drückst du drauf, die Zeit läuft weiter, du hebst den Klotz hier rüber. Und als du hier gestoppt hast, hätte dann auf der Uhr gestanden 7 Sekunden. Dann wäre die Veränderung der Zeit ja immer noch 2 Sekunden. Weil 7 Sekunden minus 5 Sekunden 2 Sekunden wären. Aber um auf das eigentliche Problem zurückzukommen, schauen wir doch nochmal, was das alles mit Vektoren und Skalaren zu tun hat. Und zwar haben wir jetzt die Geschwindigkeit des Holzklotzes, oder um genauer zu sein, die Geschwindigkeit der Bewegung des Holzklotzes. Wir können jetzt nämlich sagen, dass der Holzklotz sich 5 Meter in, und ich kürze das auch mal ab, in 2 Sekunden bewegt hat. So, das können wir natürlich auch nochmal ein bisschen kürzen. Wir können sagen, 5 halbe Meter pro Sekunde hat sich der Holzklotz bewegt. Und 5 halbe, das können wir auch genauso gut ausrechnen, das sind dann 2,5. Und wir bleiben bei den gleichen Farben. Das sind dann 2,5 Meter pro einer Sekunde. Und nur um das nochmal klar zu machen, am besten auch nochmal in Rot. Das hier, die 2,5, sind einfach nur die 5 halbe. 5 durch 2 ist 2,5. Also wissen wir jetzt, dass der Holzklotz oder die Bewegung des Holzklotzes eine Geschwindigkeit hatte von 2,5 Metern in jeder Sekunde. Macht auch Sinn, wenn wir gucken, er hat 2,5 Meter in der ersten Sekunde geschafft, dann schafft er nochmal 2,5 Meter in der zweiten Sekunde. Insgesamt hat die Bewegung ja 2 Sekunden gedauert. Also haben wir 2,5 und nochmal 2,5 obendrauf, macht also 5 Meter. So, die Frage bleibt aber, wie auch vorher schon, bei der Frage hier oben, sind diese 2,5 Meter pro Sekunde jetzt ein Skalar oder ein Vektor? Naja, ich würde das vergleichen mit der Angabe hier oben. Und da wir hier, zumindest sehe ich es nicht, keine Angabe einer Richtung haben, sondern nur 2,5 Meter pro Sekunde, ist auch das hier wieder ein Skalar oder eine skalare Angabe. Skalar. Das gleiche könnten wir natürlich auch wieder für den Vektor machen oder wenn wir uns jetzt auch noch für die Richtung interessieren und die vektorielle Form hiervon haben wollen. Das ist übrigens die Geschwindigkeit. Sollten wir auch noch mit dazu schreiben. Nehmen wir mal ein helles Grün. Das hier ist die Geschwindigkeit des Holzklotzes. Oder wie gesagt, genauer gesagt, das ist die Geschwindigkeit der Bewegung des Holzklotzes. Aber gucken wir doch mal, wie die vektorielle Version hiervon aussieht. Wir würden ähnlich anfangen. Und zwar hat sich der Holzklotz wie bewegt? 5 Meter nach rechts. Und dafür hat er gebraucht 2 Sekunden. Macht dann genau das gleiche. Die Berechnung an sich bleibt ja die gleiche. Wir können wieder 5 halbe nehmen. 5 halbe führen uns wieder zu 2,5 Metern
in jeder Sekunde oder pro Sekunde. Und jetzt ganz wichtig, da müssen wir mal aufpassen, wir wollen ja von einem Vektor sprechen, also brauchen wir immer eine Richtung. Und diese 2,5 Meter pro Sekunde hat sich der Holzklotz nach rechts bewegt. Können wir einmal an dem Bild sehen. Und auch vorher, wenn wir auf die linke Seite der Rechnung gucken, haben wir hier oben die 5 Meter nach rechts. Also müssen die nach rechts auch hier drüben stehen. Und wieder haben wir hier einen Wert, 2,5 Meter pro Sekunde. Und wir haben eine Richtungsangabe. Das heißt, wenn wir nochmal auf die Definition gucken, ein Vektor braucht einen Wert oder eine Größe, haben wir 2,5 Meter pro Sekunde. Und er braucht eine Richtung. Und auch die haben wir. Die Geschwindigkeit des Holzklotzes oder die Geschwindigkeit der Bewegung des Holzklotzes ging nach rechts. Also haben wir hier wieder eine vektorielle Angabe. Und auch diese ist natürlich eine Geschwindigkeit. Eine Geschwindigkeitsangabe. Also können wir nochmal zusammenfassen. Ein Skalar und ein Vektor unterscheiden sich prinzipiell nur darin, dass ein Vektor immer noch zusätzlich zur Angabe des Wertes oder der Größe, die auch das Skalar braucht, immer noch eine Richtung mit angibt. Zum Beispiel nach rechts oder andere Richtungsangaben wären zum Beispiel nach oben oder nach unten, nach Westen oder nach Osten. Oder was natürlich auch gehen würde, du hast dich zum Beispiel 5 Meter auf Stefanie zubewegt, wäre auch eine Richtungsangabe. Gut, ich hoffe, du hast diese beiden Konzepte verstanden. Im nächsten Video werden wir noch ein paar detailliertere Aufgaben rechnen. Und ja, ich hoffe, dass dir das ein wenig geholfen hat.